Video. Heute in diesem Video zeige ich euch mal, wie ihr in Godmod kommen könnt. Und für diesen Godmod-Glitch braucht ihr mal kein Casino Penthouse, ausnahmsweise Leute. Ihr braucht lediglich nur einen, was war's nochmal? Einen, erste Bandito, yo. Eine erste Bandito braucht ihr dafür. Und falls ihr euch fragt, wo ihr den kaufen könnt, den könnt ihr ganz easy im Internet bei Southern San Andreas kaufen. Der nützt euch hier, wo ist er da? Erste Bandito, 1,5 Millionen oder 1,6 Millionen, was auch immer. Und ja, den braucht ihr auf jeden Fall dafür. Und das ist egal, in welcher Sitzung ihr das macht. Ihr könnt das in jeder Sitzung machen. Und ja, das Erste, was ihr machen müsst, ihr müsst erstmal zu dem Pier gehen. Ich in meinem Fall teleportiere mich jetzt dahin. Ich werde auch in den nächsten Tagen euch zeigen, wie ihr diesen Teleport-Glitch machen könnt. Denn er ist wirklich, also so gesehen, das Verglitschen, okay. Es ist ein bisschen schwer, aber wenn ihr das einmal habt, dann könnt ihr wirklich den Teleport durchgehend nutzen. Und ihr habt ja gesehen, ich muss nur X drücken, wo ich hin möchte, und ich spawn da schon. Denn jetzt müsst ihr euch einfach hier nur zum Riesenrad begeben. Öffnet dann das Interaktionsmenü, geht auf Inventar und fordert den ersten Bandito an. So Leute, wenn ihr dann den ersten Bandito angefordert habt, müsst ihr wieder zum Riesenrad zurück. So. Und wenn ihr dann jetzt beim Riesenrad angekommen seid, müsst ihr Falters nach links und Falters nach unten drücken. Ah, das muss so aussehen. Und wenn das dann genauso wie bei mir aussieht und ihr das gedrückt haltet, müsst ihr einfach einmal Dreieck drücken. Dann könnt ihr schon aufhören, Falters nach rechts drücken. Jetzt müsst ihr aber wirklich durchgehend Falters nach unten gedrückt halten. Das heißt, schon selbst wenn ihr im ersten Bandito Falters nach links und Falters da nach unten gedrückt hält, müsst ihr es weiterhin gedrückt haben, denn jetzt müsst ihr hier zum Riesenrad hinlaufen. Jetzt müsst ihr nämlich Falters nach rechts drücken, aber weiterhin Falters nach unten gedrückt halten. So, jetzt waren wir kurz und jetzt seht ihr, dass bei euch das Menü wegglitscht, aber ihr müsst trotzdem weiterhin Falters nach unten gedrückt halten, Leute. Das ist wirklich sehr wichtig. Und jetzt müsst ihr so lange Falters nach unten gedrückt halten, bis ihr seht, dass das Riesenrad losfährt. Wir warten jetzt mal kurz. Und ja, wenn ihr dann diese Ansicht bekommt, könnt ihr auch schon Falters nach unten loslassen. Dann müsst ihr sehen, dass ihr so einen Screen hinbekommt und dann einfach auf dem Riesenrad draufsteht oder in so einer Kutsche oder was es auch immer sein sollte. Okay, ich weiß jetzt nicht, warum es bei mir so lange dauert. Aber ja, wenn ihr dann jetzt wie ich hier draufsteht, drückt ihr einfach die Optionstaste. Geht auf Online, geht auf Optionen und dann geht ihr einfach auf Selbstmord. Zack, X drücken. Dann seht ihr, dass ihr wie ich so ein bisschen verglitscht seid. Das ist ganz normal, Leute. Und jetzt müsstet ihr sehen, dass ihr da auch schon außerhalb spawnt und dass ihr aber trotzdem unten rechts das Menü noch habt. Denn jetzt müsst ihr Folgendes machen. Jetzt müsst ihr einfach einmal auf Beenden drücken. Das heißt, ihr drückt einfach Falters nach rechts. Und steht oben, das Fahrgeschäft wird bei der nächsten Umdrehung angehalten. Und jetzt müsst ihr einfach warten, bis es halt anhält. Ah, jetzt, wenn ihr oben links das seht, dann drückt ihr einfach aussteigen. Da, dann müsst ihr sehen, dass ihr wie ich einfach hier aussteigt. Wie gesagt, es kann manchmal ein bisschen dauern, Leute. Und jetzt habt ihr schon den Godmod-Glitch geschafft. Das war's, Leute. Denn jetzt könnt ihr sehen, ich kann auf den Boden schießen und es passiert rein gar nichts. Hier, ich kann es auch nochmal machen, Leute. Zack, es passiert gar nichts. Aber ich würde sagen, Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Haut rein und ciao.